Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Star Stable, mal wieder aus dem Hause Star Stable Mobile. Und wir gucken uns heute an, was Star Stable so alles mit ihrer neuen Handysteuerung verändert hat und gehen auch so ein bisschen ein auf die generelle Mobile-Steuerung. Als erstes kann man dazu sagen, immer, dass die Mobile-Steuerung, ja, ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist, weil ihr alles eben oben in diesem neuen System hier habt, was ihr über die drei Punkte öffnen könnt. Und da habt ihr dann auch sowas drin, wie eben diese ganzen Einstellungsmöglichkeiten, wie jetzt hier zum Beispiel auch die Optionen. Und da seht ihr zum Beispiel, dass da immer noch die ganze Sache jetzt in diesem alten Menü und in dem neuen Menü gehalten ist. Was meine ich eigentlich damit? Ich meine damit, dass das alte Menü ist dieses Menü mit diesen blauen Rändern. Also was jetzt zum Beispiel jetzt auch hier, na okay, hier seht ihr das jetzt nicht direkt dabei. Aber ihr habt eben bei den Einstellungen gesehen, das hier ist noch komplett das alte Menü. Das neue Menü ist dieses durchsichtige, was jetzt zum Beispiel, ja hier, das ist auch eher das alte, beim Shop glaube ich, ja genau, beim Shop habt ihr so dieses durchsichtige Menü, was für vielen Leuten eher so ein bisschen gewöhnungsbedürftig ist. Zum Beispiel der Chat ist ja auch in diesem neuen durchsichtigen System und ich muss ehrlich gesagt sagen, ich war nie so der Fan von diesem durchsichtigen System. Aber okay, fürs Handy, ja, da passt es ja eigentlich schon besser, würde ich jetzt mal sagen. An sich hat sich jetzt gar nicht so viel zur alten Handysteuerung geändert, außer dass zum Beispiel schon seit einer Weile auch dieser Button hier drin ist mit den Starcoins und ich kann ganz klar sagen, kauft sie bloß nicht über die Handy-App, denn die sind da deutlich teurer. Star Stable meinte mal, dass sie deswegen teurer sind, weil dort die Sätze irgendwie, was sie abgeben müssen, teilweise deutlich höher sind. Kann ich jetzt nicht bestätigen, dafür kenne ich mich mit Apple zu wenig aus. Nehmen wir das einfach mal so hin, aber auf jeden Fall kauft sie, wenn möglich, nicht auf der Handy, auf dem Handy, da ist es doch ein ganz schönes Stück teurer. Der größte und Hauptunterschied aber, der passiert ist, ist diese Steuerung. Dass wir jetzt dieses, ihr seht es vielleicht links, diesen Stick jetzt haben. Davor hatten wir jetzt so eine Pfeiltaste links und rechts, sowie diese Beschleunigungstaste auf der rechten Seite. Und ich muss sagen, zum Spielen her, also wenn man normal sich bewegt, ist der Stick einfacher, ja. Das Problem ist aber eher bei den Kurven, weil in den Kurven habt ihr echt das Problem, dass ihr nur so sehr langsam, selbst wenn ihr ganz maximal ausschlägt, also so richtig krasse, enge Kurven, gehen mit diesem Stick wirklich überhaupt nicht. Also wenn ihr irgendwie vorhabt, irgendwie eine krasse, enge Kurve zu reiten, no chance. Auf keinen Fall geht das irgendwie. Da waren die Pfeiltasten doch um ein Vielfaches angenehmer. Generell kann man aber sagen, es ist an sich für die generelle Steuerung ist es besser, aber irgendwie für gescheite Rennen oder sowas, wo ihr gerade mal ein paar engere Kurven habt, ne, das ist richtig, richtig schlimm. Was erwartet uns denn generell noch so für die Steuerung? Was kommt dann mit dem Reitsportfestival? Naja, im Endeffekt die Karte, die jetzt da oben rechts ist, genau das wird auch fürs fertige Spiel reinkommen. Das werden wir auf jeden Fall von der Handyversion übernehmen, dass wir das unten so ein bisschen freier haben. Denn es wird so eine Hybrid-Steuerung, also das Handy wird ein bisschen angepasst noch von der Steuerung her, aber auch das fertige Spiel, also das PC-Spiel, wird dann angepasst werden, sodass dann beide so eine sehr ähnliche Steuerung haben, die sich so von beiden Seiten her sehr annähert aneinander. Was auf jeden Fall kommen wird, ist, dass der Chat beim Handy ist der oben links, da habt ihr den hier so, wo ihr dann ausklappen und einklappen könnt. Bei der PC-Version aber wiederum wird der Chat nach unten links wandern und vor allem wird dann nach oben rechts unser Icon wandern. Also das haben wir dann unseren Charakter oben, das kann ich euch auch gerne auch nochmal zeigen. Und das wird da reinkommen, aber an sich wird das System hier nur ein bisschen verschoben werden, aber an sich werden beide Versionen sehr, sehr ähnlich aussehen. Ich finde, wenn man erstmal auf einer gewissen Geschwindigkeit ist, lässt sich das Ganze ganz gut steuern. Aber wenn man einmal nur so ein bisschen raus ist, dann ist es sehr, sehr schwer, wieder ins Spiel reinzukommen, finde ich persönlich mit der neuen Steuerung. Also gerade wenn ihr jetzt mal hier so guckt, denn ihr habt diese engen Kurven, da ist es, finde ich, sehr, sehr schwierig, irgendwie sich gescheit umzudrehen. Ich bin jetzt einmal raus und man kommt einfach wirklich schlecht wieder rein. Also man kann auch die Kamera schlecht mitdrehen, also... Ja, ihr seht es dann, da lenkt ihr nämlich immer gegen euch selber. Ja, und jetzt bin ich zum Beispiel so weit raus, dass ich selbst bei so einem Rennen hier teilweise wirklich Probleme schon habe. Und
es ist, finde ich, wirklich mit diesem ganzen Handymäßigen nicht so mein Favorite, klar. Hier seht ihr auch nochmal, das ist auch so ein Platzhalter-Ding, das wird auch nochmal in diesem durchsichtigen Stil gemacht werden. Generell kann ich sagen, wenn ich jetzt die alte Steuerung mit der neuen vergleiche, ich glaube, dass die alte gerade für Rennen angenehmer ist. Zum generellen Erkunden, einfach nur so ganz normal entspannt rumreiten, glaube ich, dass dieser Stick hier von beiden Versionen doch schon das bessere ist. Aber ich bin auch gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Wie findet ihr denn die Steuerung? Habt ihr schon mal die neue Handysteuerung ausprobiert? Schon mal generell benutzt? Spielt ihr überhaupt eigentlich am Handy? Weil das ist auch mal so eine Sache. Ich denke mal, dass ich das Handy wirklich ausschließlich nutzen werde, wenn dann mal wieder ein Event oder sowas kommt und man möchte bei dem Event vielleicht nochmal sich irgendwie abends, vielleicht mal vor ins Bett gehen, nochmal vielleicht ganz kurz einloggen, um vielleicht nochmal so dieses Login-mäßig, was man alle Stunde machen möchte, nochmal zu nutzen. Ich glaube, das ist das Einzige, wo ich das vielleicht nochmal nutzen würde. Aber an sich ist das Handy für mich, ja, es, wie sich es bei anderen Spielen, hat sich teilweise angefühlt, dass ein Spiel als Handyspiel auf dem PC so ist, wie so ähnlich wie bei Genshin. Da spürt man ganz klar, dass es vom Handy her kommt. Hier bei dem Spiel ist es aber irgendwie so, du hast das Gefühl auf dem Handy, es fühlt sich wie ein PC-Spiel an, was schlecht konvertiert ist. Und jetzt hast du aber auch durch diese Änderungen, hast du irgendwie am PC jetzt das Gefühl, du hast irgendwie so ein komisch konvertiertes Handyspiel. Also ich finde beides nicht im Optimum, aber man wird sich sehen, man wird sehen, wie sich das Ganze dann aneinander annähern wird. Ich sage auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bin gespannt, was ihr das Ganze, wie ihr das Ganze findet. Generell kauft auf keinen Fall auf dem Handy Starcoins. Und ich bin gespannt, wie ihr die Handysteuerung findet. Wie gefällt euch dieses Touch-Menü, dieser Stick von der Steuerung her? Sage ich danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Like und ein Abo da. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.